Carsten Hilse für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, die Grünen Kommunisten führen das fort, was die Spezialdemokraten und die Grünen CDU-Genossen unter Frau Merkel begonnen haben, die nachhaltige Zerstörung unserer Wirtschaft und Lebensgrundlagen. Deutschland befindet sich in der dramatischsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die dümmste Energiepolitik der Welt, die angetrieben von durchgeknallten Klimafundamentalisten, die über Generationen aufgebaute, sichere und preiswerte Stromversorgung zerstörte, beschert den Menschen die höchsten Energiepreise der Welt. Traditionsunternehmen gehen reihenweise pleite oder kündigen an, noch in diesem Winter in die Insolvenz zu schlittern, verlagern ihre Produktion ins Ausland. Nun wurde auch noch dafür gesorgt, dass Deutschland nicht vielleicht doch noch Nord Stream 2 in Betrieb nimmt. Achtung, Sarkasmus. Uns diese Entscheidung abzunehmen, ist ein wahrer Freundschaftsdienst, von wem auch immer. Sarkasmus, Ende. In dieser Situation durch eine Auswertung der CO2-Steuer eine weitere Verteuerung der Energie vorzunehmen, ist dumm, verantwortungslos, ja geradezu kriminell. Immer deutlicher ist erkennbar, dass das Handeln des Wirtschaftszerstörungs- und Energieverknappungsministers nicht aus mangelnder Kompetenz herrührt, sondern dass er einfach nur knallhart den Plan abarbeitet, den ihm seine Auftraggeber aus Übersee ins Hausaufgabenheft geschrieben haben. Teil dieses Plans ist es natürlich, durch eine weitere Erhöhung der Energiepreise dieses Land zielgenau in den Ruin zu steuern, dass in den nächsten Monaten Millionen, aber Abermillionen wertschöpfende Arbeitsplätze abgebaut werden, dass dann Millionen von Haushalten frierende Arbeitslose auf die wenigen Almosen des Staates warten, welche Sie vollmundig als Entlastungspakete bezeichnen und welche die Inflation aber innerhalb weniger Monate wegfrisst, also wertlos macht. Mit Minister Habeck haben die Deutschlandhasser und Zerstörer einen willfährigen Vollstrecker. Er weiß zwar nicht, was Insolvenz bedeutet, dass man ohne Energie nicht nur nicht heizen, sondern auch nicht arbeiten kann. Und er glaubt, mit frisch gedrucktem Geld, es ist ja nur Geld, könnte er seine Träume von der Erlösung durch die Klimareligion nach wie vor umsetzen. Koste es, was es wolle und wenn es das eigene Volk ist. Verehrte Grüne aller Fraktionen, wacht endlich auf und verweigert diese Irrsinnsarbeit. Dieses Gesetz gehört ebenso wie die erste Fassung auf den Müllhaufen der Geschichte, ebenso wie alle anderen Gesetze und Verordnungen, in denen das Wort Klimaschutz in welcher Verbindung auch immer vorkommt. Weg damit. Es geht wirklich nicht länger um die wahnhafte Idee vom Klimaschutz. Es geht längst um den Fortbestand Deutschlands, um unsere Heimat und unser Überleben. Jeder klar denkende Mensch weiß, kostengünstige und bedarfsgerecht zur Verfügung stehende Energie ist der Schlüssel zu allem, zu einer funktionierenden Wirtschaft und damit zu Wohlstand für unsere Bürger. Unsere Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch. Weiterbetrieb der Kern- und Kohlekraftwerke, schnellstmöglicher Beginn der Schiefergasgewinnung, Kappen des Merit Order, auch genannt bereichere dich auf Kosten der Verbraucherprinzips, Senkung der Energiesteuer, Streichung der irrsinnigen CO2-Steuer, Ausstieg aus dem CO2-Zertifikatehandel. Allein diese wenigen Maßnahmen würden binnen weniger Wochen und Monate zu einer spürbaren Entlastung der Märkte führen und den Preis für Energie wieder bezahlbar machen. Dann könnten Sie sich jede Gasumlage, aber auch viele Milliarden Euro Entlastungspakete sparen. Lassen Sie endlich den Menschen die Freiheit, für sich selbst zu sorgen. Wer dieser Forderung nach Freiheit Nachdruck verleihen möchte, den lade ich recht herzlich ein, mit uns gemeinsam am 8.10. hier in Berlin ein deutliches Zeichen für Frieden, Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben zu setzen. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort für die FDP-Fraktion der Kollege Olaf Inde.